Thomas Lohninger von Epicenter Works. Wir sind hier heute zu Gast in der DigiSociety und tun dies im Rahmen des Netzpolitischen Abends. Das ist, wenn man es nicht kennt, ein Diskussionsformat, das es seit über 8 Jahren gibt, zu allen möglichen netzpolitischen Themen vereinsübergreifend. Hier kommen ganz viele Communities zusammen, Wikimedia Österreich, Epicenter Works, aber auch viele andere, die sich in Österreich mit digitalpolitischen Themen beschäftigen. Und es ist so ein bisschen etwas in der Tradition dieser Debatte, dass wir kurz vor Wahlen immer auch die Möglichkeit nutzen wollen, sachpolitische Themen mit den Vertretern von allen Parteien zu diskutieren. Wir sind sehr froh, dass wir wirklich alle Parteien hier gewinnen konnten. Unser Kriterium waren alle im Nationalrat oder im Landtag vertretene Parteien. Und deswegen freut mich jetzt sehr, in der Reihenfolge der Stimmenstärke nach der letzten Europawahl Lukas Mandl von der ÖVP auf Listenplatz 5 begrüßen zu dürfen, Carina Meyerhofer-Leitner, SPÖ, Listenplatz 22, Gerhard Dalmeck von der FPÖ, Nationalratsabgeordneter seit 2008, wie wir, glaube ich, vorher gehört haben, Süleyman Sorba von den Grünen, ebenfalls Nationalratsabgeordneter seit 2019, Anna Stürk, NIOS, Listenplatz 2 und Daniel Schukowitz von der KPÖ, Listenplatz 5. Dem Applaus will ich mich auch wirklich anschließen, weil unser Ziel ist es jetzt hier wirklich durch einen relativ starken Reigen an netzpolitischen Themen, sachpolitischen Fragen durchzugehen. Wir fangen immer bei einem Abgeordneten, einer Abgeordneten an und gehen dann aber reihum, weil es wirklich Fragen sind, wo unser Ziel es ist, dass wir ihre Positionen besser verstehen, damit die Menschen eine informierte Wahlentscheidung treffen können. Und ich habe mir gedacht, ich fange das auch wirklich an, gemäß der Stimmenstärke. Und deswegen, Herr Mandl, zuerst mit Ihnen eine Frage, die wirklich sehr brisant ist und schon an vielen Stellen diskutiert wurde. TikTok. TikTok erregt die Gemüter einerseits, weil das eben ein chinesischer Konzern ist, dem diese Social-Media-Plattform gehört. Dann gibt es auch immer wieder Debatten rund um den Jugendschutz bei TikTok. In den USA wurde jetzt ein Gesetz beschlossen, das dem Mutterkonzern von TikTok ByteDance 12 Monate gibt, sozusagen den Dienst zu verkaufen. Ansonsten wird er gesperrt und blockiert in den USA. Wir sehen, dass Frankreich jetzt gerade in Neukaledonien TikTok gesperrt hat, das erst vor wenigen Tagen. Also das ist nichts nur, was das da drüben im Atlantik passiert, sondern auch von europäischen Staaten sehr genau geprüft wird. Und es ist damit zu rechnen, dass in dem nächsten Europaparlament auch die Frage der Regulierung von TikTok und unter Umständen auch ein Verbot dieses Dienstes auf der Tagesordnung stehen wird. Wie stehen Sie und wie steht die ÖVP dazu? Also erstens danke für die Einladung, schön, dass wir so zusammenkommen können. Ich bin ganz sicher, dass das eine substanziell interessante Diskussion wird und ich auch vieles mitnehmen kann. Es braucht nämlich in den netzpolitischen Fragen gemeinsame Anstrengungen aller Kräfte guten Willens, würde ich sagen. Und das sage ich aus der Perspektive von einem, der bisher schon im Europaparlament war in der alten Periode und sich wieder bewirbt um ein Mandat und letztlich auch TikTok schon verhandelt hat und es wird auch weiter verhandelt werden müssen. Außerdem bin ich am Pendel der Einzige mit Krawatte und einer von zwei im Raum mit Krawatte, also muss ich der ÖVPler sein, damit das alles in den richtigen Bahnen ist, offenbar. Heute Vormittag durfte ich teilnehmen an einer Online-Konferenz mit 16 Standorten auf der Welt zu Artificial Intelligence mit besonderem Bezug zu China. Und ich habe es dort gesagt und ich sage es auch jetzt, ich nehme dort teil als Parlamentarier, der sehr viel Sicherheits- und Außenpolitik verhandelt und auch den Artificial Intelligence Act im Innenausschuss verhandelt hat. Und gleichzeitig höre ich lieber auf die Fachleute, als zu behaupten, selber einen zu sein. Ich bin parlamentarischer Verhandler, deshalb meine ich das so, was ich einleitend gesagt habe. Parteifarben sind da wirklich zweitrangig. Es geht um sehr viel, nämlich unsere Zivilisation. Und da ist TikTok ein sehr gutes Beispiel dafür, warum es um unsere Zivilisation geht. Und übrigens, ich wusste nicht, dass diese Frage als erste kommt, aber natürlich ist der Zusammenhang mit China heute Vormittag sehr, sehr eng. Also wir erleben Hybrid Warfare, wie das die Fachleute nennen, hybride Kriegsführung gegen unsere Zivilisation in der freien Welt. Nicht nur, aber auch auf Social Media Kanälen, immer mehr auf Messenger-Diensten, Telegram, aber auch andere, um nicht nur einen zu nennen. Und TikTok ist
in seiner Origin nicht aus dem Westen, aus der freien Welt. Und was die USA tun jetzt, ist eine reziproke Reaktion auf vieles, das China macht, auch mit Europa. Nämlich, dass europäische Unternehmen vieles in China nicht dürfen, dass chinesische Unternehmen in Europa sehr wohl dürfen. Jetzt unabhängig von der Kommunikationsdimension und von der Dimension der hybriden Kriegsführung brauchen wir diese Reziprozität mit China. Deshalb ist das durchaus zu respektieren, dass die USA diesen Schritt gehen. Wir haben im Europaparlament zunächst einmal, was die parlamentarische Arbeit betrifft, für alle Dienstgeräte TikTok ausgeschlossen. Ich habe schon lange durch meine sicherheitspolitischen Agenten überhaupt ein Gerät ohne, ich nenne es jetzt mal, unnötige Verbindung zur Außenwelt und ein Gerät für alles andere. Und da ist dann auch TikTok besonders relevant geworden und das gilt aber jetzt für alle, die im Europaparlament beschäftigt sind oder Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind, wobei die alle frei sind, aber selbstverständlich dieser Empfehlung folgen sollten. Ich bin mir dessen bewusst, dass auch meine Kinder, 19, 17 und 14 Jahre jung, sehr viel auf TikTok sind. Gott sei Dank hoffentlich mit einem guten Korrektiv in der echten Welt zu dem, was da verbreitet wird, nämlich viel Fake News und noch schlimmer Hassrede und dergleichen mehr. Und ich begrüße daher sehr, dass am Montag erscheinen soll, Stefan Apfel hat es mir geschrieben, ein großartiger Journalist, eine große Recherche über 6 Monate offenbar von vielen Journalistinnen und Journalisten dazu, was auf TikTok wirklich an, ich sage jetzt mal, seelischem Gift verbreitet wird. Das ist jetzt nicht die Schuld von TikTok allein, aber es ist sehr wohl eine Verantwortung von TikTok, dass das dort möglich ist, das zu verbreiten. Etwas, das wir jetzt über Jahre mit den anderen Social Media Plattformen, die eben aus der westlichen Welt ihren Ursprung haben, ausschließen und vermeiden konnten. Das geschieht jetzt mit TikTok, das kommt auch zur rechten Zeit vor der Europawahl, weil diese hybriden Methoden, uns zu schwächen, zu spalten, Unfrieden, Zwietracht in unseren Gesellschaften zu sehen, sind ja besonders vor Wahlen groß und versuchen, Wahlen zu beeinflussen. Wir wissen, dass es vor der Brexit-Abstimmung so war, vor der Wahl von Trump 1 so war und es gab viele Versuche, speziell bei der deutschen Bundestagswahl und bei der französischen Präsidentschaftswahl. Und TikTok ist da ein Einfallstor. Und deshalb wird es auch zu verhandeln sein und deshalb wird auch das US-Beispiel zu prüfen sein, ob es für Europa passt oder wie man TikTok einhegen kann. Übrigens offenbar aus dieser Recherche, die am Montag erscheinen soll, geht eine Initiative hervor, die Reclaim TikTok heißen soll. Reclaim in dem Fall aus den Händen von zerstörerischen Kräften, die populistisch und antidemokratisch agieren, in die Mitte der Userinnen und User. So verstehe ich diese Initiative. Ich beobachte das mit Aufmerksamkeit und ich bin dafür vorbereitet, dass wir das im neuen Europaparlament verhandeln müssen, wie wir logistisch mit TikTok umgehen. Wir haben nach 6. Jänner 2021 vieles geschafft mit den Social Media Plattformen. Das war der Sturm auf das Kapitol in den USA aus dem Westen. Wir haben es nicht geschafft mit TikTok und im Sinne unserer Zivilisation, da schließt sich der Kreis, müssen wir das auch mit TikTok schaffen. So ein bisschen auf die Zeit schon, weil wir so viele Fragen haben. Also ich verstehe Sie richtig, Sie werden für regulieren, aber jetzt nicht eine Sperre. Der erste Schritt muss auf jeden Fall regulieren sein. Die Ultima Ratio ist das Verbot, das gilt auch für andere Politikbereiche und daher ist das nicht der erste Schritt für mich. Okay. Herr Daimek, wie sehen Sie das? TikTok hat seine Gefahren, das ist ganz klar. Was ich nicht sehe, ist, dass es besser wird, wenn es die chinesische Firma verkauft und ein anderer Eigentümer ist. Da müsste ich auch nachdenken über alle ähnlichen Plattformen, wo man auch diese ganzen Videos und Ähnliches, wie es bei TikTok ist, hat. Da darf ich mir die Reels aus dem Meta-Konzern, kann man sie anschauen. Ähnliche Beliebtheit, wenn TikTok verboten würde, wird sich die ganze Szenerie, glaube ich, verschieben. Und ich weiß nicht, ob wir mit der Verbotskeule überall zurechtkommen, vor allem im Softwarebereich. Wenn wir sagen, China ist kritisch, wenn China der Aufhänger ist, dann müssten wir genauso über Hardware, über Huawei und Ähnliches nachdenken. Tun wir auch. Klar, so was ist dann bei Hardware, wie wir es im Mobilfunk haben, wo wir wissen, dass es halt eine beschränkte Anzahl an Hardware-Lieferanten gibt und wir schließen einen Lieferanten oder eine Gegend eines Lieferanten, eine geografische Gegend aus, sagen dann, das, was die können, können aber technisch die aus anderen Regionen genauso, das ist uns dann viel lieber. Also ich glaube, das ist nicht sehr zielführend.
da in ein Schwarz-Weiß-Szenario denken zu kommen. Und grundsätzlich eine Verbotspolitik hat uns noch immer nicht weitergebracht, weder industriell, wirtschaftlich noch im Denken. Ich bin bei vielen Bereichen so weit, dass ich sage, die Menschen wissen, wo sie sensibel sein müssen und wo sie nachdenken, ob das so ist, wie es gebracht wird. Also Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Okay. Und das beste Beispiel für mich ist zum Beispiel die Anmerkungen, die der Elon Musk auf Twitter, jetzt das X, gemacht hat. Da sieht man sofort, wo gibt es Leute, die zu einem Beitrag Anmerkungen machen. Mhm. Wer da sensibel nachdenkt, ist einfach weiter im Leben. Frau Leitner, wie sehen Sie das? Also TikTok, ist Eigenverantwortung da ausreichend, vielleicht auch im Hinblick auf Jugendschutz? Na, ich glaube, der Jugendschutz ist da auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wir sehen es ja, also grundsätzlich sind wir gegen Verbote. Also ich glaube, ich kann mich da anschließen. Ich glaube, regulieren ist wichtig. Aber gerade wenn es um Jugendschutz geht, da sind gerade diese Plattformen Social Media, wir wissen es ja eh, also TikTok ist da ja quasi nur die neueste Plattform in dem Bereich. Wir sehen aber auch zum Beispiel, Instagram schränkt jetzt politische Inhalte ein. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich die politische Diskussion viel mehr dann auf TikTok verlagern. Und da ist jetzt eben die Frage, wie gehen wir damit um, dass eben TikTok auch eben, wo auch sehr kritische oder nicht kritische, sondern auch problematische, extremistische Ideen verbreitet werden. Wie gehen wir damit um? Und wie können wir den Konzernen die Verantwortung nehmen? Das ist nämlich so, dass die Konzerne, die großen digitalen Konzerne, sind ja entweder meistens aus Asien oder aus den USA. Das heißt, die sind nicht in der EU meistens. Und die wollen aber, glaube ich, am Ende des Tages nicht auf die europäischen Nutzerinnen und Nutzer verzichten. Das heißt, wenn wir da Regeln schaffen, Spielregeln, wie wir damit umgehen wollen, dann glaube ich, dass wir in der EU, wenn man da gemeinsam handelt, ein gutes Handhabe hat in die Richtung. Vielen Dank. Herr Schukowitz, macht es für Sie einen Unterschied, dass jetzt TikTok aus China kommt, oder finden Sie, dass damit zweierlei Maß gemessen wird? Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell gibt es natürlich Probleme bei TikTok wie bei allen anderen Social Media Systemen. Also ich würde da nicht unbedingt vom Grundsätzlichen her einen Unterschied machen. Also ich glaube, die Probleme mit Hassrede und die Probleme mit dem Absaugen von Daten, Erstellen von Nutzerprofilen und so weiter und der Verkauf dieser Daten, das ist bei allen Anbietern im Social Media Bereich ein gleiches Problem. Die Frage, ob das jetzt ein chinesischer Konzern ist oder wie es jetzt zuletzt nach der Twitter-Übernahme war bei X, dass da jetzt Elon Musk tatsächlich einer der Superreichen der Welt dahinter steht und Hassbotschaften auch gezielt fördert, zeigt schon, dass das Problem eben nicht gelöst sein wird dadurch, dass jetzt ein US-Konzern TikTok übernimmt in den USA. Also das grundsätzliche Problem wird dabei nicht gelöst prinzipiell. Und eine Replik möchte ich schon auf den Herrn Mandl bringen in dem Zusammenhang. Also wenn ich hier höre, Verteidigung der westlichen Werte, diese gesamte Debatte ist in einer Kriegslogik verfangen, die jetzt in einer internationalen Kooperation, sei es mit den USA, sei es mit China, nicht hilfreich ist. Also ich glaube, da muss man einen Schritt zurückgehen und schon überlegen, wie kann man internationale Systeme von Kooperation und Gestaltungsmöglichkeit etablieren, ohne in so eine Kriegslogik da reinzufangen, dass wir jetzt in der EU unsere also an der vordersten Front unserer westlichen Werte stehen. Also wenn ich ins Mittelmeer schaue, dann werden unsere westlichen Werte nicht besonders engagiert verteidigt momentan. Und für Menschenrechte einzutreten heißt universell für Menschenrechte einzutreten und vor allem in der Europäischen Union hier. Vielen Dank. Ich darf dann sicher später darauf eingehen. Ja, also Sie können oder gerne auch aufeinander reden. Direkt angesprochen werden. Solange sachpolitisch frei, freuen wir uns. Ich diskutiere auch gerne über Kommunismus. Ja, Herr Zorber. Ich glaube, auf so komplizierte Fragen wie bei dem gibt es einfach keine einfachen Antworten. Was ich aber schon anraten würde, ist, es durch drei zu teilen. Auf der einen Ebene die gesellschaftliche Komponente, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, angefangen vom Jugendschutz bis hin zu politischen Kampagnen. Und eben auch einem Sicherheitsthema, was es für die innere Sicherheit in Österreich und auch in Europa bedeutet, wenn Konzerne nicht aus der freien Welt, sondern von diktatorischen Regimen
Einfluss nehmen können auf junge Menschen und auch auf gesellschaftliche Entwicklungen in Europa. Ob das dann in China oder woanders ist, ist egal. Wenn es ein diktatorisches System ist, von dem das ausgeht, sollte man schon etwas kritischer damit umgehen als von Anbietern in demokratischen Staaten, weil da die Eingreifmöglichkeiten auch dementsprechend anders sind. Dann gibt es eine logistische Ebene, auf der man sich das anschauen muss, und da finde ich schon, dass man die Apps gleich behandeln muss. Ob der Algorithmus, der zu Radikalisierung führt oder der das begünstigt, ob das jetzt von einem amerikanischen Unternehmen kommt oder von einem chinesischen Unternehmen kommt, macht jetzt real keinen Unterschied. Und ich glaube, auf der logistischen Ebene müssen wir das dann schon so klären und auch so fair bleiben, dass die gleichen Bedingungen für alle herrschen. Dass ich dann nicht Rosinen picken kann und sagen kann, na okay, da hier schon ein bisschen weniger. Und das, wo es halt problematisch wird und auch für die innere Sicherheit oder auch für Europa problematisch wird, ist die technische Ebene. Wir haben Datenabkommen mit den Staaten, wo wir auch Dinge regeln können, wo wir Dinge aushandeln können, wo wir als europäischer Markt auch Spielregeln diskutieren können, die nicht immer einfach sind, die auch nicht immer perfekt funktionieren und auch nicht immer eingehalten werden. Und wir kennen die Probleme, die daraus bestehen. Aber dass wir auf technischer Ebene sicherstellen, wie sicher sind diese Applikationen an sich. Dass es Datenkraken sind, auch vom Meta-Konzern oder von anderen Konzernen, ist keine Frage. Aber die Handhabe, wie ich dagegen vorgehen kann, unterscheidet sich dann schon groß. Wir kennen alle das Problem, jetzt nenne ich schon wieder einen Hersteller, ich möchte es eigentlich vermeiden, aber Telegram. Wir haben während der Pandemie Riesenprobleme gehabt mit dieser App. Wenn wir jetzt ein Thema haben mit WhatsApp, ist der Eingriff einfacher. Du hast ein Gegenüber, mit dem du kommunizieren kannst, den du regulieren kannst oder im schlimmsten Fall auch sanktionieren kannst. Wenn dieser Gegenpart aber nicht mehr greifbar ist und du dann als Gesetzgeber oder als Gesellschaft dem ausgesetzt bist, ohne Möglichkeiten eingreifen zu können oder wo deine Regularien nicht greifen und wo du sie dann auch nicht durchsetzen kannst, wird es problematisch. Von was ich aber absehen würde, ist irgendwie über Verbote zu reden. Dann verbietest du halt TikTok, dann gibt es morgen Flickflock oder sonst was anderes. Ich glaube, wir sollten das systemisch bearbeiten und nicht über einzelne Apps und Anbieter, weil das führt dann zu keiner Lösung. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt die Einzige sein werden, die sagen, doch, wir verbieten es doch als liberale Partei. Aber vielleicht haben Sie Ideen, wo denn sozusagen vielleicht es trotzdem Nachschärfungen braucht. Also, oder glauben Sie, dass das alles ein Aufreger ist und das sind halt die alten Boomer, die TikTok nicht verstehen und jetzt verbieten wollen? Gibt es junge Boomer auch? Ja, also, Entschuldigung. Habe ich auch schon welche getroffen, ja. Ja, kann ich sogar, halte ich für mich. Natürlich halte ich ein Verbot von TikTok nicht für sinnvoll. Wir wissen, dass mittlerweile ungefähr ein Drittel der österreichischen Bevölkerung auf TikTok ist und davon sehr viele junge Menschen. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, das macht die Gefahr nur umso größer. Ich würde aber sagen, das zeigt, dass, wenn wir das jetzt von heute auf morgen abdrehen, uns das genau gar nichts bringt. Ich kann auch ganz ehrlich von mir selber erzählen, ich habe mich immer geweigert, auf TikTok zu sein. Genau aus diesen Gründen. Und ich habe tatsächlich, die sitzt hier und macht gerade ein Video von mir, die Avika, die mich unterstützt, Social Media zu verstehen, die dann mich damit überzeugt hat zu sagen, aber Anna, wenn wir nicht dort sind, dann sind nur die Rechten dort. Und dann ist nur Fake News dort. Und ich glaube, das dürfen wir eben nicht an uns vorbeigehen lassen, dass wir Plattformen wie TikTok nur den Fake News und der Propaganda und den Bots überlassen. Gerade Russland, gerade auch China. Und natürlich müssen wir da auch über Sicherheit reden, weil es wird nun mal Krieg geführt gegen unsere Demokratie und das vor allem mit Falschmeldungen über TikTok. Und das erleben wir auch Tag für Tag, wenn ich mit SchülerInnen rede, die dann uns erzählen, naja, ich habe da das und das gesehen und es ist aber eindeutig einfach eine Falschmeldung, ja, gerade zum Krieg Russlands in der Ukraine. Aber die Frage ist, was tun wir jetzt? Und ich glaube, da gibt es zwei, drei Punkte, die wir uns gemeinsam anschauen müssen. Das eine ist etwas, wo sich Netzpolitik und Gesellschaftspolitik trifft, und das ist das Thema Bildung. Und wir müssen bei der Bildung ansetzen, um insbesondere Jugendlichen, aber ehrlicherweise insbesondere auch den Älteren, besser näher zu bringen, wie erkenne ich Fake News, wie gehe ich auch um mit Fake News und wie schaffe ich es, hier auch dagegen anzutreten. Wie gesagt, in den Schulen hat das natürlich verankert, aber uns muss auch bewusst sein, an die Jungen kommen wir ran über Schulen.
Die Frage ist eher, wie schulen wir die älteren Generationen darin, hier auch wirklich in die digitale Welt einzutauchen und Fake News besser zu erkennen. Also das ist wichtig. Das Zweite ist aber auch, und es wundert mich jetzt ein bisschen, ich finde das Gespräch oder die Wortmeldungen bisher waren so, als ob wir als Europa bisher nichts getan hätten, uns zurückgelehnt und zugeschaut haben. Aber gerade mit dem Digital Services Act und Digital Markets Act haben wir als Europa erste Regularien geschaffen, mit denen wir hoffentlich einen Effekt erzielen werden. Wir können jetzt hier keiner von uns sagen, ob diese Regularien genug sind, weil wir es einfach noch nicht wissen, weil es diese Regularien noch zu kurz gibt. Wir hatten noch keine Möglichkeit, dass es hier auch wirklich Strafzahlungen gibt und so weiter oder Strafverfahren gibt. Also ich glaube schon, dass wir hier als Europa eben genau gezeigt haben, wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen. Wir verteidigen unsere Demokratie, wir verteidigen auch unser Netz, unsere digitale Welt und wir schaffen Regularien. Und jetzt wird es daran liegen zu schauen, greifen die oder nicht? Und wenn sie nicht greifen, dann müssen wir über Verschärfungen reden. Wir müssen über die Transparenz des Algorithmus reden, darüber reden, wie eben falsche Inhalte gelöscht werden und wie sich auch junge Menschen insbesondere eben auch an Unterstützung wenden können, wenn sie von solchen Falschmeldungen betroffen sind. Das halte ich für sehr wichtig und ich finde, abschließend zu sagen, gerade das Beispiel TikTok ist ein perfektes Beispiel dafür, warum wir nur als Europa Netzpolitik betreiben können und warum wir europäisch Lösungen brauchen. Weil klar ist, wenn Österreich zu TikTok geht und sagt, wir finden blöd, dass ihr das macht, dann werden wir uns wahrscheinlich auslachen. Wenn wir als Europa, wenn wir als 450 Milliarden Menschen dorthin gehen, dann ist das wieder was anderes. Millionen natürlich. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten mit Frage. Den Bots-Accounts. Mit den Bots sind es dann und zwar so von wegen, wir machen die Regeln auf Europa und dann die Entscheidung, ob diese Gesetze doch wirklich was wert sind, Frau Leitner. Diese Frage, ich habe in der Community auch so ein bisschen herumgefragt und folgende Frage ist von Marc Schrems von Neub, seiner NGO, die ja auch Mitglied beim Netzpolitischen Abend ist. Und wer Marc Schrems kennt, der sehr erfolgreich gegen Facebook und andere US-Tech-Konzerne geklagt hat, ihm brennt auf der Seele, was sich viele Leute denken. Und zwar, wir haben die Judikatur, also die Gerichtsentscheidungen von ganz oben vom EuGH, dass die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung ernst genommen werden muss, dass es hohe Strafen geben muss, aber die haben wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und wirklich in der Praxis ankommen tut das nicht. Das ist de facto so, wenn ein Konzern sich bei uns ansiedelt, muss er sich an nationales und europäisches Recht halten. Wenn er sich in Irland ansiedelt, dann ist das eher so eine Empfehlung. Und wie können wir als Europa und vielleicht auch als Österreich in Europa denn mit diesem Problem der fehlenden Rechtsdurchsetzung umgehen? Weil wenn wir Gesetze machen im Europaparlament, dann wäre es halt schön, wenn das mehr als Empfehlungen wäre für Facebook Irland, Google Irland oder Amazon Luxemburg. Ja? Also wie können wir diesem Problem Herr werden? Ich glaube, bei der Geschichte ist es halt einfach wirklich so, dass man sagen muss, diese Regeln müssen halt überall in der EU gelten. Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt eine Regel und dann schauen wir mal, also, da gilt jetzt das, da gilt das nicht. Und das ist ja auch ein Problem, eben, wenn wir von Steuerflucht und so Sachen reden innerhalb der EU. Und das ist bei diesen Sachen genau das gleiche Problem. Wenn sich diese Konzerne eben dann die Staaten raussuchen können, die für sie halt am besten passen, für was auch immer sie gerade erreichen wollen, um ihren Umsatz zu erhöhen, um mehr Nutzer zu erreichen oder einfach weniger Kontrolle oder Auflagen zu unterliegen, dann ist es aber die Aufgabe von der EU gemeinsam, meiner Meinung nach, dafür zu sorgen, dass das eben nicht mehr passieren kann. Und wir wissen, die Einflussnahme von großen Konzernen ist da, die ist real, aber ich glaube, wenn wir da als EU eben, wie schon gesagt worden ist, gemeinsam an diesen Regelwerken arbeiten, dann ist es sicher möglich, dass man solche Schlupflöcher jeglicher Art unterbindet. Das ist ein großes Unterfangen. Ich glaube, es ist auch nicht besonders leicht, weil gewisse Länder natürlich das nicht haben wollen. Ich glaube, Irland freut sich sehr darüber, dass es so ist, wie es jetzt ist. Aber da ist es einfach, ja, da muss man einfach schauen, dass halt innerhalb der EU diese Regeln eben nicht mehr so locker ausgelegt werden können. Herr Schuppitz, ich nehme mal an, globalen Konzernen eine Regel vorzuschieben, ist was, wo Sie Ideen haben? Ja, also 100% d'accord mit der Kollegin prinzipiell, aber also was man sich im Speziellen, glaube ich, schon dabei anschauen muss, ist für die Regulation der Tätigkeit solcher Konzerne innerhalb der Europäischen Union, da bestehen eben zwei zentrale Hürden aus meiner Sicht. Das eine ist, dass also die EU-Binnenmarktregeln ermöglichen diesen Steuerwettbewerb, dass sich
diese Unternehmen in Irland ansiedeln können, wo sie de facto kaum Steuern zahlen und auch datenschutztechnisch nicht die Regularien befolgen müssen in der Art und Weise, wie sie es woanders tun müssten. Also das wäre der eine Punkt anzusetzen, meiner Ansicht nach, also die Binnenmarktregeln insofern zu überarbeiten, dass so etwas ausgeschlossen wird. Und der zweite Punkt ist natürlich das Lobbying. Also es sind im Jahr 2022 113 Millionen Euro in das Europäische Parlament geflossen an Lobbyinggelder, ausschließlich von Big Tech. Also da ist die Autoindustrie in Europa hat ein Drittel circa dieser Summe nur ausgegeben. Und das verdeutlicht schon, wie stark die Einflussnahme da prinzipiell ist. Und die Einflussnahme auf die Gesetze ist eine Untergrabung der politischen Souveränität in Europa prinzipiell. Und da muss man ansetzen. Und da ist es schon auch zentral so, dass ein Großteil dieser Gelder natürlich auch über Umwege dann an so Parteien wie die EVP fließt, wo dann eben prinzipiell Gesetzgebungsverfahren gebremst werden, immer mehr Ausnahmen in die Gesetzgebungsverfahren bezüglich der Regulation von Digitalkonzernen reingenommen werden. Und das ist tatsächlich ein Zustand, den man mit einem Lobbyingverbot, mit verschärften Transparenz, also nicht mit einem Lobbyingverbot, aber mit einer Regulierung von Lobbying, mit einem Transparenzregister, das wirklich Zähne hat und mit der lückenlosen Dokumentation tatsächlich jegliche Einflussnahme der Kapitalinteressen auf die EU-Politik eben angehen müsste, aus meiner Sicht. Dass Sie angesprochen worden, was Sie da ja, es war schon der zweite Angriff von der Kommunistischen Partei gegen die Europäische Volkspartei. Offenbar sind wir der größte Hemmschuh für den Kommunismus in Europa und das finde ich aller Ehren wert. Und für den Datenschutz. Tatsache ist, das stimmt, dass ich das gerne aufgreife, aber zunächst zur sachlichen Frage, aber offenbar soll es auch eine politische Diskussion sein, dann gehe ich auch darauf gerne ein, aber zuerst die sachliche Frage. Ich glaube, beide Themen sind sehr wichtig zu diskutieren, jetzt sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist die steuerliche Situation, durch die Irland the place to be für digitale Konzerne von außerhalb Europas sein kann. Ich kritisiere das seit Jahr und Tag. Und der Grund dafür sind weniger die Binnenmarktregeln, die eigentlich im Beihilfenrecht das ausschließen, wenn es wirklich der Binnenmarkt wäre, sondern der Grund dafür ist, dass Steuerrecht unter den Einstimmigkeitsmaterien ist im Rat der mitgliedstaatlichen Regierungen. Das bedeutet, dass ein Mitgliedstaat de facto ein Vetorecht hat und Irland das daher machen kann, zum Nutzen von Irland, aber zum Schaden vom Rest Europas. Es sollten nicht die digitalen Konzerne verdammt werden dafür, dass sie das machen. Sie suchen eben ihren Steuerstandard, sondern es sollte die Europäische Union sich so aufstellen, dass die viel Umsatz machen in Europa. Und das tun sie, weil wir eine große Zahl von Menschen sind, wie die Frau Leitner völlig richtig gesagt hat und die Frau Stürk auch. Die sollten auch dort, wo dieser Umsatz gemacht wird, Steuern zahlen. Gleichzeitig darf man auch erwähnen, dass sie vieles auslösen bei kleinen und Mittelbetrieben in Forschung und Entwicklung, Innovation, Arbeitsplätze und so weiter. Also in Europa jetzt funktional sind, was jetzt die wirtschaftliche Dimension betrifft. Die gesellschaftliche Dimension, die Regulierungsdimension, die ja der zweite Teil der Frage war, die kann man nur doppelt und dreifach unterstreichen damit, dass es zwar ein alter Kalauer ist, der manchmal leider stimmt, dass wenn es etwas Neues auf der Welt gibt, die Amerikaner das erfunden hätten, die Asiaten es produzieren würden und was die Europäer tun würden, wäre es zu regulieren. Nur im Feld der Digitalisierung sind wir wirklich hier in einer Pionierrolle. In der Artificial Intelligence ist es ganz frisch der Fall, aber auch in anderen Bereichen ist wirklich ein Erwachen gewesen in den USA nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 dafür, dass offenbar wir Europäerinnen und Europäer schon einen Punkt hatten, auch in der Vergangenheit damit, dass es nicht unreguliert geht und dass nicht online Dinge erlaubt sein dürfen, die offline nicht erlaubt wären. Eben diese Aufhetzung durch Algorithmen, die aber sogar befeuert wurden im konkreten genannten Beispiel des 6. Jänner 2021. Was falsch ist aus meiner Sicht, und das will ich zum Vertreter der Kommunistischen Partei auch sagen dürfen, ist das, was Fachleute Both-Sidism nennen. Sie haben vorhin gesagt, quasi unabhängig davon, ob es aus den USA oder aus China kommt, es kann
gefährlich sein oder so oder anders behandelt werden. Das ist es eben nicht, ne? Weil die USA sind ein starker Partner, eine Demokratie, ein rechtsstaatliches System, auch der stärkste Trump. Partner der Europäischen Union. Die Europäische Union wird sich auf Augenhöhe und sehr selbstständig aufstellen müssen, wenn Trump, was wahrscheinlich ist, wiedergewählt wird. Was auch der Grund dafür ist, dass ich parlamentarisch sehr darauf dränge, dass wir ab spätestens Anfang November eine funktionsfähige, fully-fledged Europäische Kommission haben, weil ab dem Zeitpunkt wissen wir, wer denn gewählt ist, der dann im Jänner das Amt antritt. Und dann muss sich Europa, und das ist die erste wichtige Aufgabe in Leadership, und mit Leadership hat sich die alte Kommission leider nicht ausgezeichnet, die mit Leadership erfüllt werden muss, sich da aufzustellen. Also die Antwort ist, so wie vieles übrigens, simple Antworten auf komplexe Fragen sind meistens falsch, sage ich auch in Schuldiskussionen immer wieder, auch wenn es schwierig ist in diesen Zeiten. Also das ist eine komplexe, herausfordernde Aufgabe, das zu lösen, was nichts daran ändert, dass China, wie der strategische Kompass der Europäischen Union das nennt, ein systemischer Rivale ist, übrigens auch ein strategischer Partner und ein ökonomischer Mitbewerber. Das sind die drei Dimensionen, wie der strategische Kompass gewissermaßen die Sicherheitsstrategie der Europäischen Union China sieht. Und man muss schon alle diese drei Dimensionen im Blick behalten, wenn man Europa Gutes tun will. Und die systemische Rivalität ist ja evident. Ich meine, es ist ein System, das unsere zivilisatorischen Werte der Menschenwürde, der Freiheitsrechte, die wir übrigens gerade im Mittelmeer verteidigen, ich gehe auch gerne darauf ein, weil auch das so als Nebenschauplatz genannt wurde, die diese Werte angreifen. Allerletzter Punkt, weil wir von Transparenzregeln reden. Ich verfolge, und das mag Sie jetzt überraschen, weil Sie da so gerne both side diesem versucht haben, ich verfolge den Grundsatz, dass ich nicht nur bei denen sein will, die über China reden, wie alle das tun, sondern ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir mit China reden. Sie haben das Wort Kooperation verwendet, das verwende ich sonst 10-mal am Tag, derzeit glaube ich 100-mal am Tag, weil es mir wichtig ist, aber eben auf Augenhöhe, mit Reziprozität, im Bewusstsein der Risiken. Und Sie werden im Transparenzregister finden, dass ich wahrscheinlich unter den Abgeordneten im Europaparlament europaweit bin, die am meisten mit China reden. Und weil wir Transparenzregeln haben, steht das auch im Transparenzregister. Und ich stehe nicht nur dazu, sondern ich vertrete das auch offensiv, dass es wichtig ist, zu reden. Aber das kann man dann am besten, wenn man auf festem Grund zivilisatorischer, demokratischer und rechtsstaatlicher Werte steht. Jetzt aber eigentlich unter der DSGVO und bei der Frage von Max Schenk. Also wie können wir irgendwie schauen, dass die DSGVO ihr Papier wert ist und dass die Iren sich auch an EU-Gesetze halten? Grundsätzlich ist es schon eine große Errungenschaft, dass wir das im europäischen Raum haben. Und man hat ja auch oft das Gefühl, überhaupt in politischen Runden, dass die Datenschutzgrundverordnung ein bisschen als Hemmung gesehen wird. Und es ist ein bisschen so, hey, da geht es jetzt um Datenschutz, ein bisschen unangenehm. Ich glaube, in dieser Runde ist es nicht so. Aber in den restlichen Runden, die man sonst hat, ist es oft ein bisschen so eine problematische Situation. Und wenn man sich mit dem Fall von Neub auseinandergesetzt hat, weiß man ja auch, dass neben den Steuerproblemen, wo ich den beiden Kolleginnen zustimme, gibt es ja auch das Problem der Durchsetzung. Wie ging es Neub und Max Schrems vor Gerichten in Irland? Wurde das gut abgearbeitet? Wurde das langsam abgearbeitet? Sind die Kapazitäten in Irland überhaupt, oder will man überhaupt diese Kapazitäten haben, um diese Dinge abarbeiten zu können? Oder ist es auch ein Teil wie bei der Steuerflucht, dass man sich genau dort das ausgesucht hat oder vielleicht sogar beeinflusst, dass das dort ewig und super lang dauert und man nicht zu einem Punkt kommt? Ich glaube aber, das Problem ist nicht nur ein netzpolitisches. Wir haben das ja in vielen Bereichen angefangen, eben bei der Steuerthematik, zieht sich weiter in die Sicherheitsthematik, die wir jetzt spüren, wo wir eigentlich eine einheitliche Position benötigen würden, sei es jetzt in der Thematik mit dem Krieg und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und eigentlich auf Europa. Und sogar bei so einem Thema sehen wir ja, dass es auch Kräfte gibt in Europa, die spalten oder versuchen, das auseinanderzureißen. Beim Thema Steuerflucht und der Datenschutzgrundverordnung müssen wir noch einen sehr, sehr langen Weg gehen, um hier die Position zu haben, wo wir sagen, hey, wir sind ein großer Markt, wir haben eine Bedeutung, wir haben sehr viele Nutzerinnen und Nutzer, wir haben eine sehr, sehr große Kaufkraft und es gibt schon einen Grund, warum diese Dinge auch bei uns angeboten werden. Aber damit wir das nutzen können, diese Macht, die wir haben und auch das durchsetzen können, muss ein bisschen mehr Kooperation da sein, vielleicht um bei dem Wort zu bleiben, und dass wir das halt am Ende auch durchsetzen können und eine Linie fahren. Vielleicht auch mehr Leadership brauchen in die Richtung und dass wir uns nicht bei jedem sensiblen Thema und nicht bei jeder problematischen Situation
dort enden, dass das Rosinenpicken anfängt, dass dann einzelne Mitglieder da sagen, okay, da schon, da nicht, da hier weniger, und das zieht sich halt durch alle Themen, und damit nehmen wir uns, glaube ich, zum Teil ein bisschen selber, und auf der anderen Seite führt das dann eben zu solchen Situationen, sicherheitspolitisch, netzpolitisch, auch und was die Datenschutzgrundverordnung angeht. Das stimmt. DSGVO ist da kein Unikum. Da geht es ja um ganz viele Gesetze oder Verordnungen, die nicht so umgesetzt werden, wie sie werden sollten. Und deswegen würde ich gerne quasi noch in der Gesetzgebung starten und dann bei der Ausführung enden. Das heißt, wir müssen einerseits als Europa viel klarer in unserer Gesetzgebung sein und in den Rahmenbedingungen, die wir uns als Europa selber geben, damit bei der Umsetzung in den Nationalstaaten es überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, Schlupflöcher auszunutzen. Da müssen wir härter werden. Ja, natürlich, die Gesetze auf europäischer Ebene sind immer Kompromisse. Das ist mir auch bewusst. Das ist gut so. Und das hat auch seinen Vorteil, aber es hat aber eben manchmal dann doch auch den Nachteil, dass sich Länder hier wieder Schlupflöcher lassen. Da gibt es ja auch andere Beispiele, also jetzt auch Thema KI-Act, wo wir ja herausnehmen konnten, dass Länder Massenüberwachung bzw. Gesichtserkennung verbieten dürfen, aber eben nur dürfen, und wir haben es nicht geschafft, dass das europaweit ist. Also gibt es ja mehrere Beispiele, wo wir als Europa leider uns immer wieder in unseren Kompromissen dann zurückdrängen lassen. Das heißt, erstens klarer in der europäischen Gesetzgebung und klarere, schärfere Maßnahmen schon von vornherein. Und dann geht es darum zu sagen, okay, was machen wir, wenn ein Land, aber auch unsere Verordnungen, unsere Gesetze nicht so umsetzen, wie sie das sollten. Und da brauchen wir Zähne. Das ist ganz einfach, weil wir sehen es ja jetzt, also Vertragsverletzungsverfahren, die sind den meisten Ländern eigentlich wurscht. Ich meine, es laufen, glaube ich, über 50 derzeit gegen Österreich. Ich wüsste nicht, wann man das jemals irgendwo groß gelesen hätte oder wann man jemals das Gefühl hatte, na, das ist, macht nicht viel besser. Aber es ist Teil der Gesetzwerdung. Ja, aber Sie, schauen Sie, ich habe den Schweiz berichtet. Sie geben mir ein sehr gutes Argument. Wir sehen eben, dass alle Länder hier leider in der Umsetzung unserer Verordnungen. Und deswegen sehen wir hier ganz klar, hier braucht es stärker Zähne. Und auch wenn wir anders schauen, ja, also die DSGVO, da stimme ich zu, wenn man draußen mit Menschen redet und sagt DSGVO, dann kommt entweder eins, dass das mit diesen mühsamen Cookies oder es kommt überhaupt, was ist das? Ja. Aber es sind ja auch ganz andere Themen, wo wir sehen, dass europäische Länder sich gegen europäische Gesetzgebung auch wehren. Schauen wir nach Ungarn, was dort passiert, und auch dort haben wir viel zu wenig Handhabe. Also allgemein gesprochen brauchen wir als Europa endlich Mechanismen, beziehungsweise wir müssen die Mechanismen, die wir eh schon haben, so wie zum Beispiel ein Aussetzen des Stimmrechts oder ähnliches, auch nutzen, um die Länder zu bestrafen, die sich an die eigenen Regeln, die wir uns ja selber gegeben haben, nicht halten. Das ist für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre wirklich absolut notwendig, weil sonst kommen wir als Europa nicht weiter. Hm. Nur bei dem Stichwort Vertragsverletzungsverfahren will ich ein bisschen aus der österreichischen Perspektive auf die Vorratsdatenspeicherung verweisen, die es bei uns seit 2014 nicht mehr gibt, seit damals auch das EU-Gesetz dazu nicht mehr. In der Mehrzahl der Länder gibt es aber noch immer so ein Überwachungsgesetze, die eine Vorratsdatenspeicherung vorschreiben. Und der Einzige, der hier ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten könnte, wäre die EU-Kommission, die das aber jetzt seit über 10 Jahren verabsäumt hat. Aber ich will mit dem Herrn Daimek weitermachen, und wenn Sie wollen, vielleicht ein Thema, was auch in Österreich mehr Leuten ein Begriff ist, und zwar, wir haben ja seit 2016 die Debatte zum Bundestrojaner in Österreich, und gerade auch wieder nach oben gespült wird, wahrscheinlich auch noch bis zum Nationalratswahlkampf weiter da oben sein wird. Was hier ganz spannend ist, wir erwarten auch nach der EU-Wahl einen Spyware Act. Wir erwarten auch Gesetzgebung auf EU-Ebene zu diesem Thema. Nun ist noch nicht ganz klar, was das sein wird. Das könnte ein Verbot sein, das könnten Safeguards sein, die dann man vielleicht verwenden würde als Vorlage, okay, jetzt machen wir das. Es könnte vielleicht aber auch so dieser Gesichtspunkt der Hersteller sein von so einer Spionagesoftware, Stichwort Pegasus. Da gab es einen eigenen Untersuchungsausschuss im Europaparlament, der die Menschenrechtsverletzungen dieser Überwachungssoftware sich angeschaut hat. Es war ja auch das Europaparlament selbst betroffen von dieser Überwachung. Und wahrscheinlich hätte man geschaut, hätten wir auch im österreichischen Nationalrat gefunden, dass wir auch überwacht wurden. Deswegen die Frage an Sie. Das macht eh schon die FPÖ, das muss dann niemand von außen machen. Ich mag es halt ein bisschen mehr untereinander diskutiert, aber der Herr Daimler hat zuerst das Wort. Mir fällt so vieles ein, aber ich habe es erst dran. Wir kommen dann wieder rein.
Also wie sehen Sie das? Also es würde uns auch interessieren, weil die FPÖ war ja zweimal dagegen, 2016, 2017, dann 2018 haben Sie den Bundestrainer mitbeschlossen. Umgesetzt. Ich glaube, zuletzt waren Sie jetzt eher dagegen. Also wie stehen Sie zu dieser Überwachungsmaßnahme und vor allem, was glauben Sie, dass die EU hier tun sollte? Ich fange jetzt nur mit dem vorhergehenden Thema an, mit dem, was wir auf europäischer Ebene beschließen und dann nicht in der Lage sein. Vielleicht ist es auch ein Mangel der Europäischen Union, möglicherweise ein Verfassungsmangel, dass wir Dinge, die wir priorisieren, nicht immer wirklich prioritär auch behandeln und dann durchsetzen können. Denn wenn es uns wichtig wäre, dann könnten wir das durchsetzen. Es ist uns aber offenbar nicht wichtig, weil wir nicht, Sie kennen ja die zwei Unterschiede, eine Verordnung und eine Richtlinie. Wenn wir es den Nationalstaaten überlassen, die Dinge, die angeblich wichtig sind, selber zu formulieren, anstatt sie direkt gesetzlich gelten zu lassen, dann stimmt offenbar die Prioritätenreihung nicht. Möglicherweise. Ansonsten hätte man zumindest bei einem Netto-Effekt... Das ist diese EU-Diktatur, von der die FPÖ immer spricht. Von welcher Partei sind Sie nochmal? So, aber ne, es ist nicht nur die Prioritätensetzung. Ich gebe Ihnen vollkommen recht mit der Aussage, dass wir in Europa ziemlich stark sind mit den Regulierungen. Die Regulierungen haben wir als erstes. Die Chancennutzung, die wirtschaftliche von den ganzen Themen, die sind die USA und China weit, weit besser. Wir sinken nicht nur in diesem Bereich, auch in allen anderen Bereichen mit Forschung und Entwicklung, Patentanmeldungen, umsetzen daraus so massiv zurück, aber wir haben die besten und härtesten anscheinend, aber nicht immer in der Durchsetzung, Regulative. Das heißt, auch da eine mangelnde Prioritätensetzung meiner Ansicht nach. Und zu Dingen wie Bundestrojanern und Ähnliches, ja, warum waren wir genau einmal dafür? Das war eine Koalitionsvereinbarung. Mittlerweile will es nur mehr eine Partei, das ist die ÖVP. Der Herr Innenminister sagt, er will den Bundestrojaner, er will auch Zugriff haben auf die Jets, also nicht auf JET, wo Minister umherfliegen, sondern auf die Unterhaltung in den diversen Medien. Und auch wenn Österreich nur mehr ein kleiner Teil ist der Länder, in denen das nicht der Fall ist, möchte ich allen denen, das geht natürlich in die Richtung, aber gut, Sie kennen persönlich nichts dafür, dass der Innenminister so ist, Sie werden es wahrscheinlich dann im EU-Parlament entsprechend vertreten müssen, weil er wird es im Rat vertreten, dem halte ich einen Spruch von einem deutschen Politiker entgegen. Die Freiheit endet scheibchenweise, zentimeterweise. Und wenn wir das anfangen abzugraben, irgendwann haben wir dann ein großes Wahrheitsministerium, das uns sagt, was wir tun dürfen, was wir denken dürfen, was wir sagen dürfen. Und da sind wir ganz sicher garant, dass das nicht der Fall ist. Der Bundestrojaner ist weder unsere Erfindung, noch wollen wir den haben, den wollen wir ganz sicher nicht haben, egal ob es ein Bundestrojaner oder EU-Trojaner ist. Und wir wollen auch nicht, dass mit irgendwelchen Maximalszenarien die persönliche Unterhaltung aufgegraben und abgegraben wird. Eine persönliche Unterhaltung ist eine persönliche Unterhaltung und kein Terrorakt oder sonst irgendwas. Und die Unterstellungen sind eh recht lustig für irgendwelche Kalauer, dass wir das wollten. Nein, ihr habt es umgesetzt, um klarzustellen. Nicht, also na, umgesetzt ist ja nicht der Bundestag. Nein, aber naja, es wurde aufgehoben vom VfGH, aber irgendwie hat es umgesetzt und da wart ihr, sitzt eh richtig zusammen zu dem Thema. Aber der Wille war es in unserer nicht. Und der Wille, umgesetzt zu haben, ist ein bisschen schwierig dann. Wie gesagt, jetzt haben wir andere Voraussetzungen. Jetzt sind wir in der Opposition. Nein, das meine ich nicht. Jetzt sind wir bei Umfragen in Form von 30%. Und als Größerer in einer Koalition sagen wir den kleineren Bundestrojaner nicht. Den kannst du abschminken. Es geht auch als Kleinerer, dass man sagt, das geht nicht. Nur Erfahrung, das ist ein Versprechen. Quod erat demonstrandum. Also die Aussage, die haben wir auf jeden Fall jetzt mal auf Band, ja. Ja. Das ist auch so gewollt. Schon im Livestream im Internet. Wir sind jetzt wirklich schon so, ich will dem Publikum auch noch eine Möglichkeit geben, deswegen, ich würde jetzt eher öffnen, wer jetzt noch was zum Bundestrainer sagen will. Und vielleicht ich hätte gerne was zu sagen. Ich bleibe ein bisschen weg von der Runde, wir müssen das lebendiger machen. trotzdem. Ja, also ich kann sagen, wir als SPÖ sind natürlich komplett dagegen. Also ich persönlich finde es sehr gefährlich, wenn solche, wie soll ich sagen, die Fähigkeit, das alles zu lesen, in einem Ministerium gebündelt ist.
Das ist meiner Meinung nach, darf das nicht sein. Und wie gesagt, wir sind böse auf jeden Fall. Nicht nur in einem Ministerium, überhaupt. Überhaupt, aber es ist halt, wie gesagt, eine problematische Geschichte, wenn du wirklich sagst, da sitzt eine Person oder ein Ministerium, die können über alle Daten von allen Menschen in Österreich frei verfügen, wie sie wollen. Schwierig. Sehr viel zu dem, vielleicht auch, weil jetzt die FPÖ sehr stark angegriffen haben wegen dieser Thematik, gibt es ja auch so eine andere Thematik auf europäischer Ebene, wie zum Beispiel mit der EU-Chat-Kontrolle, die stark auch von der Europäischen Volkspartei getrieben wurde. Und ich finde das immer wieder spannend, dass, also wenn wir jetzt hier nicht über Netzpolitik diskutieren würden, sondern diese Runde eine zur Migration wäre, können Sie sicher sein, hätte die FPÖ gesagt, naja, ein bisschen Kontrolle braucht man schon. Sollte man schon ein bisschen reinschauen, was die man anschreiben. Und es ist immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen eine situationselastische Positionierung, was bei netzpolitischen Themen und Datenschutz und ganz besonders beim Bundestrojaner. Und da verliert man ein bisschen aus den Augen, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel der Herr Mandl hat von Anfang an das Sicherheitsthema sehr hoch gehalten. Und ich weiß dann nicht, wie sich das dann ausgibt mit der Position zum Bundestrojaner, wenn man mit einem Bundestrojaner dazu kommt, dass die digitale Sicherheit in Europa von uns allen eingeschränkt wird und unter Gefahr kommt. Und das sind so Fragen, die ich mir dann immer stelle und nie wirklich Antworten dazu bekomme. Vielleicht können wir ja auch... Ist ganz einfach. Wenn wir es nicht schaffen, Sicherheit an der Grenze, an der europäischen Grenze sicherzustellen, dann müssen wir die Sicherheit und die Freiheit... Wollt ihr die Langkabeln an der europäischen Grenze abschneiden? Oder wie? Ja. Danke für diesen Diskussionspart. Ich versuche, so kurz wie möglich zu sein und dennoch der Komplexität die Ehre zu geben. Und es geht nicht um billige Punkte, ich will es wirklich ausleuchten, zumindest aus meiner bescheidenen Perspektive. Also erstens kann ich nur sagen, I couldn't agree more zu dem, was die Frau Stürk gesagt hat, zu Mitteln zur Durchsetzung europäischer Regeln. Ich hätte aber nicht gedacht, einmal gegenüber den NEOS die EU verteidigen zu müssen, weil wir haben einen riesen Fortschritt gemacht in dieser alten Periode durch den Konditionalitätsmechanismus, durch den Geld zurückgehalten werden kann, wenn Regeln nicht umgesetzt werden. Ich durfte mehrere Jahre hintereinander für die Europäische Volkspartei-Fraktion den Rechtsstaatlichkeitsbericht Chef verhandeln und habe im letzten jetzt ein Wirtschaftskapitel eingebaut, um die Schikanierung und Diskriminierung nicht-ungarischer Unternehmen in Ungarn zu thematisieren und auch den Konditionalitätsmechanismus in diesem Zusammenhang in Gang zu setzen. Also es ist nicht so, dass nichts geschieht und dass die Europäische Union völlig zahnlos wäre und sie braucht mehr Zähne. Dem stimme ich ja nur 100%ig zu. Ich will es nur nicht so stehen lassen, als wäre es völlig zahnlos. Und dann stimme ich wiederum dem Herrn Deimek zu, darin, und das habe ich tatsächlich unterbelichtet gesehen bisher, weil wir mit TikTok und Sicherheit begonnen haben. Natürlich müssen wir Innovationshotspot werden in Europa. Natürlich müssen wir daran arbeiten, dass die guten Ideen aus Europa kommen, dass Software Engineering, Coding, Software Architecture von Frauen und Männern, beginnend mit Mädchen, die für naturwissenschaftliche Fächer und Berufe interessiert werden und die ihr Talent gefördert bekommen in unserem Bildungssystem, dass wir da vorankommen, und das könnten wir in der positiven Dimension der Digitalisierung und der Artificial Intelligence viel mehr ausleuchten. Wir haben bisher über Sicherheit und Regulierung sehr viel gesprochen. Und dann zur Chat-Kontrolle. Also, ich habe jetzt noch nachgeschaut in meinen Papieren. Ich habe selbst den Antrag gestellt im Europaparlament zusammen mit Kolleginnen und Kollegen und war erfolgreich damit gegenüber dem Kommissionsvorschlag, dass die Client-Side-Checks, ich glaube, so heißen sie. Client-Side-Scannings, mein zuständiger Mitarbeiter, der Paul Tür, ärgert sich gerade, dass ich nicht das ganz richtige Wort verwendet habe. Client-Side jedenfalls, Scanning. So, ich habe das ausschließen wollen, weil es zu weit geht. Das bedeutet, dass man auch ohne Kommunikation und Interaktion mit anderen Geräten in Geräte reinschauen kann. Das, was Pegasus macht, ich war auch Mitglied des Pegasus-Untersuchungsausschusses, bin mir der Gefahren bewusst, und wir müssen ausschließen, dass solche Menschenrechtsverletzungen gegen Freiheit gerichtete Verletzungen gegen Parlamentarier, Journalistinnen, Journalisten, Aktivistinnen und so weiter, dass das ausgeschlossen wird, und gleichzeitig brauchen die Ermittlungsbehörden, und da nehme ich jetzt gerne all shame on me, wenn das niemand bestätigen möchte hier, selbstverständlich brauchen Ermittlungsbehörden die Möglichkeit, in der virtuellen Welt so viel reinzuschauen, wenn es Verdachtsfälle gibt, und das geht nur mit gerichtlicher Beschlussfassung, wie in der nicht virtuellen Welt. Selbstverständlich.
Das wäre unfair, etwas anderes zu behaupten, wenn wir unsere Sicherheit verteidigen wollen, wenn in Deutschland in den Straßen ein Kalifat ausgerufen werden soll, wenn wir Terrorgefahr und hybrider Kriegsführung ausgesetzt sind, wenn wir Populismus und Schlimmerem innerhalb Europas ausgesetzt sind. Also einfach nicht so einseitig, glaube ich, das zu diskutieren, sondern zu reflektieren, was nötig ist. Das wäre mein bescheidener Beitrag dazu. Also ich fürchte, wir bleiben beim All Shame on You, weil auch wir sind natürlich ganz stark gegen einen Bundestrojaner. Für die Sicherheit nehme ich es gerne. Ganz stark gegen den Bundestrojaner. Weil es uns eben genau unsicher macht. Und ich meine, ich glaube, in diesem Rahmen muss ich nicht erklären, warum man gegen einen Bundestrojaner ist. Insofern will ich vielleicht noch. Ja, aber Ihre Partei, also insofern, wenn Sie nicht dafür sind, vielleicht können Sie ja in Ihrer Partei Werbung dafür machen, dass ein Bundestag keine gute Idee ist. Was ich da aber dazu sagen möchte, noch zwei neue Punkte, ist das eine, dieser Bundestrojaner ist ja in Wahrheit irgendwo auch nur die Spitze des Eisbergs. Weil wenn wir sehen, dass in den letzten Jahren, beziehungsweise auch in den jetzt noch Wünschen zumindest, wie viel Datenmacht im Innenministerium zusammengeführt werden soll, das macht mir wirklich Sorgen. Und da muss ich sagen, da ist eben der Bundestrojaner das Schlimmste davon. Aber da gibt es noch ganz viele andere Punkte, die quasi, weil der Bundestrojaner so schlimm ist und wir uns darauf fokussieren, an uns vorbeigeht. Wenn wir uns den Data Act anschauen, wenn wir uns anschauen, was da alles passiert, wie stark hier unsere Daten im Bundesministerium für Inneres zusammengeführt werden, dann macht mir das ehrlich Sorge. Auch wenn wir uns anschauen, Umsetzung von der European Identity, wo wir Wünsche sehen, dass hier alles im Innenministerium zusammenläuft, dann müssen wir ganz genau hinschauen, was mit unseren Daten auch in Österreich passiert, damit diese auch sicher sind. Und als letzten Punkt vielleicht auch, weil das ist jetzt nicht direkt Bundestrojaner, aber weil das angesprochen wurde mit, wir brauchen Innovation in Europa. Ja, das brauchen wir in Europa, aber auch da müssen wir auch als Österreich endlich unsere Hausaufgaben machen. Wir haben extra ein eigenes Staatssekretariat für Digitalisierung gehabt und wir haben immer noch keine Digitalisierungsstrategie. Wir haben immer noch keine Umsetzung des Data Governance Act. Wir haben immer noch keine Sandboxes, die eben genau zu solcher Innovation führen würden und die uns seit Jahren versprochen werden. Also kommen wir gerade als Österreich bitte endlich in die Umsetzung, damit wir die Innovationen nicht nur auf unseren Unis voranbringen, sondern dann auch in die Wirtschaft bringen. Ach so, sorry. Ich hätte gerne noch eine andere Frage zu Ihnen, weil ich glaube, Bundestag haben wir jetzt eh viel geredet, und zwar, wir haben ja auch Wikimedia Österreich hier im Raum und von Ihnen ist auch eine ganz wichtige Frage gekommen. Wenn Europa das Internet reguliert, dann haben alle gleich irgendwie Facebook im Kopf oder eben TikTok im Kopf, die Großen. Was dabei aber übersehen wird, ist, dass ein Großteil des Internets eben nicht von diesen amerikanischen oder chinesischen Konzernen gemacht wird, sondern Community-getrieben ist, gemeinwohlorientiert ist, wie zum Beispiel Wikipedia oder Mastodon oder das gesamte freie Software-Ökosystem. Also da würde mich vor allem eben von Ihnen als Vertreter der KPÖ interessieren, was sollte Europa denn tun für diesen gemeinwohlorientierten, community-basierten Teil des Internets? Ja, das ist eine sehr gute Frage aus meiner Sicht. Also ich denke, hier müssten massive Investitionen, gerade in freie Software, gerade in kooperative Projekte wie Wikimedia fließen prinzipiell, um genau die Digitalisierung von unten und Innovation von unten und nicht profitgetrieben voranzutreiben. Und da gibt es, glaube ich, durchaus viele Perspektiven, wie eben moderne Technologien tatsächlich zu einem realen gesellschaftlichen Fortschritt auch führen können. Und das ist so ein Aspekt, der in der Debatte darum, wenn wir dann über die Auseinandersetzung der verschiedenen Wirtschaftsblöcke und der Mächte reden, ziemlich untergeht. Ja? Also dass wir eigentlich durch die Förderung von Open-Source-Projekten und Ähnlichem tatsächlich wirkliche Innovation an der Basis schaffen können. Und es setzt aber allerdings schon früher an, und zwar bei der digitalen Teilhabe prinzipiell. Also ich weiß nicht, wie es den anderen hier in der Runde geht, aber meine Eltern zum Beispiel sind nicht besonders fit, wenn es jetzt darum geht, wie geht man jetzt damit um, dass sich unser Alltag immer mehr digitalisiert und ähnliches. Und dafür bräuchte es im Prinzip Initiativen zur digitalen Teilhabe,
die man beispielsweise ansiedeln könnte im öffentlichen Bibliothekssystem, wo Enkelcafés eingerichtet werden könnten, wo der Umgang mit digitalen Technologien tatsächlich den Menschen vermittelt wird, und zwar auf Augenhöhe vermittelt wird und nicht von oben herab. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch im Schulsystem dabei ansetzen, dass es klappt. Zudem braucht es dann auch grundsätzliche Infrastruktur staatlicherseits, um das Internet überhaupt mal zugänglich für alle Bereiche im Land zu machen, vor allem im ländlichen Raum, wo eben Glasfaseranschluss immer noch ein Thema ist, auch wenn man davon schon vor 5 Jahren geredet hat oder so. Aber das ist immer noch ein Problem, das weitgehend unbearbeitet ist. Und dann können schon auch auf europäischer Ebene so Initiativen wie Wi-Fi for All gestärkt werden, wo tatsächlich auch WLAN-Netze, öffentliche WLAN-Netze eingerichtet werden, um den Menschen eben diese Teilhabe zu ermöglichen. Ich will nochmal zu Ihnen zurückkommen. Und zwar, wir haben ja vor kurzem auch die Forderung der SPÖ gehabt auf ein Recht auf analoges Leben. Die sind in Neos, glaube ich, schon eine der Parteien, die da sehr stark immer auch auf Verwaltungsoptimierungen drängt. Und ich glaube jetzt mal, es würde Sie wahrscheinlich freuen, wenn man die Verwaltung verstanden könnte und mehr online passiert. Wie sehen Sie das? Also glauben Sie, dass es gerade für Seniorinnen und Senioren oder für Menschen, die einfach mit dem Internet überfordert sind, immer noch einen Weg geben muss, oder ist da das Ziel zu optimieren wichtiger und insofern sollte es einfach auch mal die Zöpfe abgeschnitten werden? Na, ich glaube eigentlich, dass das Hand in Hand geht und sich das eine das andere befruchtet. Wenn wir es nämlich schaffen, mehr Behördengänge digital zu gestalten, für alle, für die das möglich ist, dann haben die Behörden auch mehr Zeit, sich jenen Leuten zu widmen, die es nicht digital schaffen. Weil was haben wir denn jetzt auch zum Teil? Wir haben massiv überforderte Behörden, die zum Teil leider auch, also ich meine, gerade gut, wir sind jetzt hier in Wien, da haben wir es noch ein bisschen besser, aber wenn man am Land ist, dann haben wir da Gemeindeämter, die haben 2 Stunden am Tag geöffnet, wenn überhaupt. Also wir sehen ja, dass es hier auch einen Engpass in vielen Bereichen gibt. Wenn wir es schaffen, tatsächlich Behördengänge so zu digitalisieren, dass das für alle, die wahrscheinlich auch hier im Raum sitzen, als digital affine Personen digital lösbar ist, dann schaffen wir es erst recht, Kapazitäten frei zu machen, um jene Personen auch wirklich zu unterstützen, dabei entweder tatsächlich auch selber zu lernen, in den digitalen Raum zu kommen, oder eben tatsächlich sie auch dabei zu begleiten, Behördengänge weiterhin analog zu machen. Natürlich muss sichergestellt werden, dass alle Menschen grundsätzlich Zugang zu Behördengängen haben, und da ist ganz klar, dass wir niemanden auf der Strecke lassen dürfen. Aber in Österreich sehe ich noch das Problem nicht. Da sehe ich eher eben, dass wir noch ganz viel Aufholbedarf haben, was digitale Behördengänge anhat. Ich glaube, dass da eher sozusagen das Recht auf das analoge Leben ist für Sie sozusagen, glaube ich, schon dann eher die Lösung, die die SPÖ hier präferieren würde. Na, also Lösung. Das Recht auf analoges Leben muss einfach da, also es muss möglich sein, dass ich nicht, wie gesagt, zuerst mit dem Auto am Land 20 Minuten 4, 5 Ortschaften weiterfahren muss, zum Beispiel, weil ich eine Bank, irgendwas mit der Bank machen muss, dann fahre ich dorthin, komme bei der Bank an und dann sagt der Mensch, der am Schalter steht, ja nein, aber es tut uns leid, erstens sperren wir da um 12 Uhr zu, also sie haben nur 5 Minuten und der Kollege oder die Kollegin, die das macht, ist sowieso nur am Montag um von da bis da da. Das darf natürlich nicht sein, dass man nur mehr Online-Banking machen kann. Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger halt ein großes Problem, die eben keinen Zugang haben oder die sich schwer tun oder dem Ganzen auch vielleicht nicht vertrauen, gerade ältere Personen. Aber es ist ja für mich selber auch, ich finde es unangenehm, wenn ich gewisse Dienstleistungen in Anspruch nehme, egal ob es jetzt Behördengänge sind, Banken oder was anderes, und ich habe keine Ansprechperson vor Ort, weil natürlich ist es billiger, ich mache das alles online und ich habe keine Menschen, die da am Schalter stehen und arbeiten, aber ich glaube, insofern ist es schon wichtig, dass wir unser Leben halt so gestalten, dass wir halt auch immer noch Kontakt mit unseren Mitmenschen haben können, wenn wir das wollen. Aber andererseits natürlich muss das Ganze auch digital möglich sein. Ich glaube, es sollte nicht entweder oder sein, sondern wie gesagt beides. Also wenn ich unbedingt meinen neuen Pass machen will, dann will ich entweder anrufen können bei der Behandlung, wenn ich wieder einen Termin, oder das über eine App machen können. Und nicht nur entweder oder. Und ich glaube, Das ist unser Ziel mit dem Recht auf analoges Leben, ist, dass man da niemanden zurücklässt, der vielleicht eben diesen Schritt in die digitale Welt noch nicht
wagen kann oder will. Wir kommen an den Punkt, wo Sie als Publikum Fragen stellen können. Ich sehe schon die erste Frage da hinten und ich glaube, dass eines dieser schönen Mikrofone dafür da sind und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Fragen kommen. Ja, hallo. Dankeschön für die Veranstaltung. Ich hätte eine kurze Frage an die zwei Regierungsvertreter. Das erste wäre am 9. Juni, sollten ja die heilige Datasätze der Open Data Direktive, die in Europa beschlossen worden ist, umgesetzt werden sein. Was ist da der Status? Und dann kurz noch, weil die Legislaturperiode vorbei ist, wie schaut es aus mit der Prüfung von Open Government Partnership bzw. dem Open Source Katalog, der ja angekündigt wurde? Das wäre es, danke. Ja, ich habe schon vermutet, dass ich mit angesprochen bin, mit Regierungsvertreter. Jetzt bin ich ein Vertreter Österreichs im Europaparlament. Ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, eine Regierung zu vertreten, weil ich Teil der Legislative bin, nicht der Exekutive. Der Kollege ist zumindest auf dem Level, nämlich auf dem mitgliedstaatlichen Level, aber auch Parlamentarier. Für mich ist ja der Parlamentarismus immer ein Teil der Lösung und sogar eine der großen Innovationen der Menschheit. Also ich kann nur sagen, Open Source und Open Government Data habe ich als Vizebürgermeister, da war ich Exekutive meiner Heimatstadt Gerersdorf, vor vielen Jahren in das kommunale Regierungsprogramm geschrieben und wir haben auch einiges mit dem Josef Barth zusammen beraten und beinahe umgesetzt, wäre die Koalition in Gerersdorf nicht zerbrochen. Ansonsten spiele ich den Ball als überzeugter Parlamentarier und Teil der Legislative auf europäischer Ebene gerne weiter zu meinem Kollegen von der anderen Regierungspartei, dem ich aber auch nicht zumuten möchte, jetzt für die Exekutive sprechen zu müssen, wo er doch Teil der Legislative ist. Aber neugierig bin ich trotzdem, was er zu sagen hat. Genau. Ja, mein Status. Nein, also die Legislaturperiode ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch einige Projekte, die jetzt, ich sage einmal, in Richtung Abschluss finden, teilweise größer, teilweise kleiner. Und ich sage es mal vorsichtig so, das wird sich ausgehen. Aber am 9. Juni, das sind 2,5 Wochen. Also ich glaube, die Deadline war die Legislaturperiode, das wird sich ausgehen. Nein, das ist also mein Verständnis, das ist die Open Data Richtlinie. Genau. Nach dem. Ja. Gut, das ist ein Ja, klar. Ja, haben wir auf Land die zweite Frage. Wenn nicht, ich habe noch genügend hier. Also. Aber darf ich noch kurz, wenn ich habe auch noch eine Frage für Sie, Herr Wandel, wenn Sie mich freuen würde. Wenn es jetzt nichts gibt, würde mich nämlich noch interessieren, so irgendwie Recht auf Bargeld und digitaler Euro. Das ist nämlich auch was, das nicht fertig wurde in dieser Legislaturperiode. Und ich glaube, einige Parteien haben das ja immer wieder mal gefordert, Recht auf Bargeld und so. Aber beim digitalen Euro ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ob man jetzt will, dass ein Euro auch aufs Handy kommen soll und mit all den etwaigen Datenschutzproblemen, die das vielleicht mit sich bringt. Deswegen ist vielleicht so eines zu lieben und eines zu hassen. Dann starte ich einfach einmal hinein. Ich muss ehrlich sagen, so wie Sie sagen, es gibt potenzielle Probleme und die Frage ist immer, was ist der Mehrwert? Und da braucht es schon einen massiven Mehrwert, damit potenzielle Probleme und Gefahren auch ausgelassen werden können bzw. ausgehoben werden können. Derzeit sehe ich den Mehrwert ehrlicherweise nicht. Ja, also da heißt es ja dann immer, es gibt dann schnellere Überweisungen oder ähnliches. Also ich meine, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass jede Überweisung in maximal 10 Sekunden erfolgen soll und so. Also wenn mir jemand erklären kann, was der große Meilenstein ist, was der große Fortschritt ist, was uns alle wirklich im Alltag das weiterbringt, dann können wir gerne noch einmal diskutieren, aber bis dahin bin ich noch nicht überzeugt. Herr Mann, Sie haben das doch verhandelt. Ja, ich bin auch dankbar für die Frage, weil es ist, glaube ich, in dieser Runde 90 Minuten Komplexität möglich. Und ich will einfach wirklich ganz deutlich auseinanderhalten Bargeld und digitalen Euro, weil es hat wirklich nichts miteinander zu tun. Das ist ein eingesetztes Paket. Ich will das teilen dürfen. Ich bekomme zu keinem Thema so viele E-Mails, paradoxerweise E-Mails, aber es stimmt, wie zum Thema Digital Divide, ältere Menschen und Digitalisierung. Da waren wir vorher und es ist mir wirklich ein Anliegen zu sagen, das geht sehr tief hinein. Das ist nicht eine handwerkliche Frage der Technik, des Alltags oder so. Das ist in einer komplexer werdenden Welt, wo viele Menschen sich immer mehr überfordert fühlen, gar nicht nur ältere, durch viele Faktoren,
wirklich eine Frage, bin ich angenommen in dieser Gesellschaft, wenn ich meinen Zettel für die Behörde auf Papier ausfüllen will, oder bin ich ein Exot? Und niemand soll sich als Exot fühlen in unserer Gesellschaft. Ich glaube, deshalb ist die Fragestellung vorhin so wichtig. Am zweitmeisten E-Mails bekomme ich fürs Bargeld. Das ist die Brücke zu dem Thema. Das Bargeld bleibt erhalten. Und sollte es jemals in Gefahr sein, werde ich der Erste sein, der dafür kämpft. Und ich stehe auch dazu und ich stehe auch dafür ein. Der digitale Euro ist für unsere Währung wichtig. Unsere Währung ist mir wichtig, sollte uns allen wichtig sein. Der Euro, keinerlei Verweis auf andere oder frühere Währungen heute, der Euro ist wichtig und die Währungsstabilität ist wichtig. Die Inflation ist hoch. Der digitale Euro wird gewährleisten, dass wir mit unserer Währung auf den internationalen Finanzmärkten auf selber Augenhöhe mitspielen können. Genauso wie wir auf Augenhöhe in all den anderen Bereichen, die wir heute diskutiert haben, sein wollen oder sogar vielleicht mit Pioniergeist innovativ vorangehen wollen, wie bei Digitalisierung, wie bei Klima übrigens auch, müssen wir auch auf Augenhöhe sein in der Finanzwirtschaft. Und das ist eine technische Lösung des digitalen Euro. Es ändert sich für den Kunden nichts, es ändert sich vielleicht etwas für die Bürgerin, den Bürger, die oder der mit Geld hantiert, was vielleicht eine Überweisung schneller ist. Das hat aber nicht mit der Idee des digitalen Euro zu tun und keinesfalls gefährdet der digitale Euro das Bargeld, für das ich aus grundsätzlichen und aus praktischen Gründen selbstverständlich voll und ganz eintrete und das nicht gefährdet sein wird. Noch eine Frage hier? Ja, eine Frage an alle. Ich glaube, man hört sie ja. Wie kommen wir zu einer europäischen IT-Strategie und wie kommen wir zu einer europäischen IT-Wirtschaft, die in Augenhöhe mit den anderen Konzernen agieren kann? Also wir haben seit gut einem Vierteljahrhundert solche Bemühungen innerhalb der EU. Die Ergebnisse sind eher sehr überschaubar. Also was wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll und notwendig, da zu tun? Danke. Die grundsätzliche Frage ist, wie schaffe ich es überhaupt, dass Wirtschaft anfängt, sich zu entwickeln oder zu boomen? Und da, wo Wirtschaft anfängt, sind Regulatoren nur dort, wo sie Rechtssicherheit geben, aber nicht, wo sie überschießend regulieren. Und der Rest sind Freiheiten, unternehmerische Freiheiten. Die haben wir über weite Strecken nicht. Und wo wir das nicht haben, sehen wir dann auch den Erfolg, dass sich nichts entwickelt. Beispiel, auch wenn es möglicherweise ein schlechtes Beispiel ist, aber lieber ein schlechtes als gar keins. Sie haben jetzt gesprochen vom digitalen Euro, was der uns bringen wird. Im ersten Ansatz ist es einmal ein Geschäftsverlust der Commerzbanken, dass sich die EZB an sich zieht. So, dafür wird es entweder Entgelt geben müssen, oder es wird so Probleme machen. Ich weiß, ein schlechtes Beispiel, aber überall dort, wo wir reinregulieren und abdrehen, haben wir auf der anderen Seite nicht das, dass wir ein Business kreieren. Und genau das haben wir beispielsweise in den USA nicht. Ich weiß, dass das immer wieder Diskussionen gibt. Ich weiß, dass das unter Anführungszeichen denen, die lieber die Regulative haben, dass sich die unwohl fühlen. Aber das Erste wäre, dass ich genau die Leute befrage, die in der Chance wären, etwas zu unternehmen, ein Unternehmen aufzusetzen, ein Unternehmen zu machen. Die muss ich fragen, nicht die Regulierer, die Freude am Regulativ haben. Woher kommt eigentlich aber immer dieses, dass es in den USA keine Regulierung gibt? Gibt es genauso, aber wesentlich genauso, aber weniger. Warum muss man immer aus allen Themen so ein bisschen so einen Kulturkampf machen? Also ich sehe das gar nicht, eine gesamteuropäische IT-Strategie wäre schön, aber ich glaube, es gibt schon in Ansätzen in kleineren Teilen, weiß nicht, der Europäische Chips Act zum Beispiel, der, sage ich mal, vielleicht jetzt in die Richtung gehen würde, dass man sagt, dass man sich eine Strategie zurechtlegt in einem gewissen Bereich, in einer gewissen Branche, wie man das europäisch angehen möchte. Aber ich habe echt ein bisschen so ein Problem mit dieser Aussage immer, in Europa sind wir alle tot reguliert und in den USA floriert alles und geht alles mega ab. Also warum muss man Europa immer so schlecht machen? Nein, das geht nicht schlecht machen. Haben wir es oder haben wir es nicht? Regularien haben wir natürlich so. Und die Gründerszene? Aber das hat dann vielleicht auch ganz andere Gründe, warum wir jetzt
Bei uns ist vielleicht nicht das Risikokapital vorhanden, was in den Staaten vorhanden ist. Vielleicht ist bei uns auch die Fehlerkultur eine andere, vielleicht ist die Kultur des Scheiterns eine andere und viele, viele andere Dinge. Und vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Thema und nicht nur ein regulatorisches. Natürlich haben wir Regularien, das beste Beispiel hatten wir am Anfang mit TikTok. Wir haben im netzpolitischen Bereich vermutlich ein bisschen stärkere Regularien als in den Staaten. Wir sehen das jetzt zum Beispiel, wird auch ab und zu mal gefragt, warum AI-Tools, die im amerikanischen Raum verfügbar sind, hier nicht verfügbar sind oder nur abgespeckt verfügbar sind. Na klar, aber vielleicht gibt es Bereiche, wo wir ein bisschen vorsichtig drauf schauen müssen, wo wir die Gesellschaft ein bisschen mitnehmen müssen. Aber ich würde nicht davon reden, dass es jetzt in den Staaten oder sonst wo keine Regularien gibt und wir sind da alle, wir können uns gar nicht mehr bewegen. Und ich finde, das wird in vielen Bereichen, wird dann so ein Kulturkampf draus gemacht. Beispiel, warum sind wir bei Innovation weiter hinten als China. Nehmen wir ein Beispiel her, Elektroautos. So, das ist gerade ein Thema, es soll Zölle geben von europäischer und amerikanischer Seite bezüglich chinesischen Produkten. Liegt es vielleicht daran, dass wir wieder so einen absurden Kulturkampf bei diesem Thema führen und nicht die Technologie an sich versuchen zu nutzen, dass wir da wieder irgendwie versuchen, ein gesellschaftsspalterisches Thema daraus zu machen, ob es jetzt, wenn du Elektroauto fährst, bist du wahrscheinlich grün, vegan, pink oder sonst irgendwas, und wenn du einen Verbrenner wüsst, dann bist du wahrscheinlich ein blauer. Und das wird irgendwie so, auch beim Bargeld wird dauernd behauptet, irgendwer möchte das Bargeld abschaffen, niemand möchte das Bargeld abschaffen. Und das sind so kulturkampfpolitische Themen, die immer wieder reingeschmissen werden, und wenn dann der Schaden da ist, die EU reguliert, wir sind reguliert und woanders gibt es nicht. Ich finde das echt ein bisschen schwierig mittlerweile. Und es zieht sich durch alle Podiumsdiskussionen, durch alle, kommt immer von der Seite, wenn man dann denkt, na vielleicht hört man ein bisschen auf zu spalten, was es geht, und ein bisschen Kooperation suchen, vielleicht gibt es ja noch mehr Innovation bei uns. Wir sind schon fast am Ende, aber ich würde gerne noch Claudia Garat von Wikimedia das Wort geben. Dankeschön. Ich habe auch eine recht konkrete Frage, die sich vielleicht noch schneller beantworten lässt. Und zwar geht es mir noch um das Thema Geoblocking. Ob hier die Runde denkt, dass es noch zeitgemäß ist, das in Europa zu haben. Also Wikimedia-Vereine arbeiten traditionell gerne mit Öffentlich-Rechtlichen zusammen, weil wir doch viele Gemeinsamkeiten haben. Hier in Österreich haben wir es bisher noch nicht so erfolgreich versucht, aber wir werden nicht aufgeben. Aber generell frage ich mich halt, ob in einem Zeitalter, wo mehr denn jene europäische Öffentlichkeit und verlässliche Informationen braucht, vor allem in Ländern, wo die Mediensysteme in sich zusammenfallen, ob man da dann nicht mal die AVMS-Direktive überarbeiten sollte und unter anderem, jetzt mal nur rausgegriffen, dieses Thema Geoblocking aufs Tableau bringen sollte. Vielen Dank, genau die Frage hatte ich ja auch noch. Ich freue mich jetzt, dass wir sie noch beantworten können. Nur zur Erklärung, Sie kennen das alle, Sie können über die Grenze fahren, überall sich niederlassen, überall arbeiten, aber im Internet gilt, dieser Inhalt ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Und ich glaube, da schaffen wir jetzt noch so eine Runde zu machen. Jetzt wollen Sie anfangen. Ja, gern. Also abschaffen natürlich das Geoblocking. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wie die Kollegin schon angesprochen hat, also gerade für Menschen, die in Ländern wie in Ungarn leben und wo tatsächlich das Mediensystem zusammengebrochen ist, wo es tatsächlich keine freie Presse mehr gibt, ist es, glaube ich, essentiell, solche Beschränkungen aufzuheben, um den Informationsfluss und die demokratische Teilhabe in Europa zu stärken. Klar, abschaffen, aber wie schon öfter heute gehabt haben, es gibt einfach auf komplizierte Fragen keine einfache Antwort. Ich glaube, das Erste, woran ich jetzt dann denke, ist, wie tun wir dann mit dem Urheberrecht, das ja super kompliziert ist und auch sehr oft ein Grund für Geoblocking ist. Natürlich, abschaffen, ja. Na gut, Urheberrecht abschaffen. Ich glaube, da gäbe es jetzt eine Liste an Dingen, die wir zuerst richtig stellen müssen, um überhaupt dorthin zu kommen. Aber natürlich wäre es mein Wunsch, wenn wir das abschaffen können und das so frei wie möglich gestalten. Real sehe ich aber noch sehr, sehr große Hürden davor. Das stimmt. Grenzen einreißen für den Wettbewerb oder hier das geistige Eigentum bewahren? Natürlich Grenzen einreißen in dem Fall. Ich habe selber 3 Jahre in England gelebt und habe mich regelmäßig geärgert darüber, wenn ich irgendwas aus Österreich schauen wollte, und dann hat es geheißen, ich darf das nicht. Was ja übrigens aus meiner Sicht auch eigentlich ein Nachteil ist
für zum Beispiel jetzt auch den ORF bzw. den Öffentlich-Rechtlichen, dass wir unsere Inhalte nicht in den Rest Europas bringen können. Ja, natürlich, Deutsch spricht nicht jeder, aber die, die es tun, wären vielleicht potenzielle, auch, ich nenne es jetzt einmal, Konsumentinnen. Ja, also man kann das Ganze ja auch ein bisschen wirtschaftlich sehen, auch für die Medienhäuser wäre das eigentlich gut. Und ja, natürlich haben wir ein paar Punkte, aber das haben wir bei allen anderen Regeln auch, also gehen wir es an und arbeiten eins nach dem anderen ab. Und weil auch das Thema Urheberrecht gefallen ist, das ist ein großes Thema, ist ja auch eh, aber dann klären wir es bitte endlich europäisch. Ja, ich sehe schon, das ist das Problem. Herr Mandl, wir haben uns kennengelernt im Zuge der Urheberrechtsrichtlinie. Richtig. Sie kennen die Bandagen dort sind, trauen Sie sich auch so mutig zu sein? Absolut. Ich muss sogar sagen, ich wollte wirklich auch darauf Bezug nehmen, im Vorfeld der vergangenen Europawahl war das. Und ich meine, wie glücklich konnten wir uns damals schätzen, übrigens im Vergleich dazu, wie die Welt heute dasteht und vor welchen Herausforderungen wir stehen. War Copyright Directive, ich will jetzt keine Kraftausdrücke verwenden, aber das heiße Thema, sagen wir so. Und nichts von den Drohszenarien, die da behauptet wurden, ist eingetreten. Wir haben eine Copyright Directive, wir schützen Urheberrecht, das ist ein wichtiges Eigentumsrecht, es geht um Kreative, um Journalistinnen und Journalisten und so weiter. Dennoch spricht nichts dafür, Geoblocking aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich gehört es abgeschafft und ich sage das nicht nur, weil ich in den 7 Jahren im Europaparlament unzählige Fußballspiele, die ich gerne gesehen hätte, nicht sehen konnte, weil ich in Brüssel war, sondern weil es wirklich Informationsfreiheit und Offenheit für Informationen einschränkt. Ich habe das auch schon mehrfach mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns besprochen. Dort höre ich eher, es ist der Gesetzgeber in Österreich, also die Kolleginnen und Kollegen in der mittelstaatlichen Gesetzgebung. Also irgendwo wird man die Lösung suchen müssen, bis man sie findet. Herr Deinemeck, die FPÖ ist ja nicht nur gegen Grenzen. Wie ist das im Internet? Ich kenne die Diskussion aus der österreichischen Urheberrechtsdiskussion, wo wir das mit dem Verfassungssprecher gehabt haben. Und ich verstehe auf der einen Seite die Schaffenden, dass sie eine entsprechende Abgeltung haben wollen. Aber Geoblocking ist ja nicht nur Urheberrecht, das ist ja auch handfeste kommerzielle Interessen. Verbunden mit dem Risiko, was setze ich wofür ein und wie viel Ertrag kann ich schaffen. Und ich muss schon sagen, wenn wir über Freiheiten in der Europäischen Union reden, dann ist das auch eine der Freiheiten. Dass man darüber hinaus über Urheberrecht und die Abdeckungen für die dafür bezahlen, darüber nachdenken muss, ist das eine. Aber Und damit komme ich wieder zu meiner letzten Wortmeldung. Mit Verbieten und Abschaffen und Regulieren werden wir die Freiheiten nicht gewinnen und den Wohlstand, der dahinter steht. Frau Mayhofer-Leitner, Sie haben das letzte Wort. Super. ich glaube, in dem Fall ist es hoffentlich wirklich möglich, also ja, abschaffen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich, dass man die Konsumentinnen, den Konsumentinnenschutz und die Konsumentinnen Rechte in dem Fall, aber auch mit den Urheberinnenrechten vereinen kann. Weil, wie gesagt, es kann ja nicht sein, dass Leute, die hart arbeiten, dann durch die Finger schauen, weil darum geht es ja bei uns auch, dass man sagt, okay, Arbeit soll immer auch gut abgegolten sein. Aber, wie gesagt, unsere Konsumentinnen sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, auf alles zuzugreifen. Und wenn wir von Gleichheit im Netz reden, dann muss das halt auch gewährleistet sein. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist alles, was wir heute noch unterbringen können. Das war der netzpolitische Abend vom 22. Mai. Am 9. Juni ist die Europawahl. Bitte gehen Sie hin. Es ist eine der wichtigsten Wahlen auf diesem Kontinent. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und bleiben Sie uns gewogen. Heute vielen Dank nochmal an die Digi Society für die tolle Gastfreundschaft. Am netzpolitischerabend.wordpress.com oder woanders im Internet finden Sie die nächsten Abende. Es sind einige geplant in den nächsten Wochen und Monaten. Spätestens hoffentlich wieder im Vorfeld der Nationalratswahl 2024. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben. Vielen Dank.